Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spyro the Dragon. Ich hoffe, ich habe die Mikrofonqualität etwas besser hingekriegt jetzt. Das ist nämlich jetzt, dass es qualitativ so ist, als ob es von meinem PC kommt, denn ihr wisst ja, Spyro nehme ich von meinem Laptop auf, während ich in der Berufsschule bin. Ich hoffe, das wird sich auch auf Fußballmanager ausgewirkt haben. Ich weiß gar nicht, warum ich das erwähne, weil es, naja, egal. Ich erzähle immer blöder Blödsinn, ich weiß. Gut, letztes Mal muss ich kurz überlegen, was wir hier abgeschlossen haben. Wir haben, glaube ich, die Magic Crafter Welt zu Hause abgeschlossen. Wir haben das Alpine Ridge gemacht und sogar das Crystal Flight noch geschafft. Von daher können wir jetzt, glaube ich, in ein nächstes Level gehen, was wir sowieso müssen. Da ist dieser bekloppte Eierdieb, den krallen wir uns auch nochmal fix. Der hat eigentlich nichts mehr zu bieten für uns. Ja, ein paar Leben haben wir wieder verloren, wie immer. Ich wollte mal gerne wissen, tun die uns auch weh? Ja, sie versuchen zumindest. Die tun auch versuchen. So, alle waren erledigt. Kriegen wir ein paar Lebenkugeln. Das Ehepaar haben wir auch fertig gemacht. Ich glaube zu meinen, dass wir das Level da vorne fertig gemacht haben. Also müssten wir jetzt theoretisch, aber auch nur theoretisch, in dieses Level gehen. High Caves. Und ich kenne das Level. Ich habe es gehasst. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Klar, weil ich es gehasst habe, gehen wir da jetzt rein. Ja, so was gibt es Neues zu erzählen? Eigentlich nichts. Smalltalk ist ein bisschen doof. Ja, da waren diese komischen Spinnen da, genau. Da müssen wir nachher mit einem stärkeren Feueratem. Oder wir gehen gleich da oben hoch. Das ist die Frage. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Level zu bestreiten. Einmal man fängt hier an oder eben da. Ich bin dafür, dass wir den Weg hier erstmal nehmen. Da oben gehen wir später hoch, weil ich denke mal, dass wir dann hier nichts vergessen werden. So, die Viecher kommen jetzt auch immer ganz schnell an. Da müssen wir ganz fix durch. Siehst du, da hier sind sie. Und anspucken können wir die nicht, denn sie haben eine Metallpanzerung. Auch umrennen sind sie, fürs Umrennen sind sie zu groß, deswegen brauchen wir dann stärkeren Feueratem. Den werden wir nachher kriegen. Also hier wieder das Gleiche. Umsehen tun wir uns dann nachher, wenn wir den Feueratem haben und die komischen Krabbeltiere da besiegt sind. Die geben natürlich auch nochmal Edelsteine. Also hier gibt es immer so eine kleine Zwischendinger. Oh Gott. Das Vieh geht mir auf den Sack hier. Du gehst auch noch genau dahin, wo wir hin müssen, ne? Du blödes Mistviech. Ich könnte dich schon wieder. Rrr. Hallo, guck mal. So. Da haben wir einen Drachen schon gesehen. Da ist noch ein Viech. Da geht's auch irgendwo hin. So, dann gehen wir erstmal wieder hier hin. Genau, und da geht's irgendwo hin. Nicht Depp. So, erstmal den Drachen hier. Ajax, Amsterdam. Ich hasse diese Wanzen. Wenn ich erst groß und stark bin, wie du, zerquetsche ich sie alle. Bis es soweit ist, vergiss nicht, dass der Supersprint dich unschlagbar macht. Ah, verstehe. Supersprint haben wir auch noch. Also, mit Hilfe des Supersprints können wir die Viecher, glaube ich, dann auch besiegen. Und diese drei Viecher da, das sind irgendwie so Elfen, glaube ich, die, machen genau Folgendes. Und zwar, wenn wir jetzt hier runterstürzen würden, können wir auf jeden Fall kein Leben hier verlieren. Das ist sehr praktisch. Das ist Unterstützung für den Supersprint gemacht. Nein, da oben wollte ich jetzt eigentlich nicht hin zum Supersprint. Dankeschön, aber ich wollte nur was demonstrieren, ja? Ich wollte nicht den Supersprint benutzen. So. Auf jeden Fall, da kommen wir an, wenn wir da oben lang gegangen wären. Was wir jetzt auch gleich noch wiederholen werden. Also wir werden erstmal versuchen, da zurückzugehen oder die Treppe da hinten zu nehmen. Kommen wir am besten jetzt. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Supersprint hier reinkommen. Da auch noch so ein komischer Zauberer und in der Ecke ist nur so ein Viech. Ah, es kommt gleich an. Ach Mann. Du Blödmann. Das machst du also. Den haben wir schon mal bis ich gekriegt. Aber war irgendwie klar, ne, dass der irgendwann irgendeine Bedeutung hat, der Typ. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall hier rein. Auch noch ein Viech da. Da ist noch ein Typ. Ich denke, der macht wieder, klappt wieder irgendwas hoch. Das Viech lauert schon nach uns. Lauert schon. Was es uns kriegt, den haben wir erstmal. Der hat uns erstmal nicht gesehen. Das ist das Wichtigste. Das Vieh ist auch noch da hinten. Und also jetzt können wir hier rein. Und hier müsste diese Elfe sein. Genau so ist es. Hier ist nämlich die Elfe. Die küsst uns, den guten Spyro. Der ist so verliebt, dass er gleich einen richtig starken Feueratem kriegt. Und wir diese Viecher erledigen können damit. Allerdings ist er nicht für lange. Also müssen wir uns da echt beeilen. So, den haben wir noch gekriegt. Die nächsten beiden, die kriegen wir nicht. Deswegen
werden wir uns nochmal ein Küsschen abholen. Wir sind so geil drauf. Oh yeah. Man touch my tralala. Ich hoffe, viele kennen das, was ich da gesungen habe. So, Edelsteine eingesammelt. Nochmal ein Küsschen abgeholt. Oh, Spyro, ja. Nein, okay. Die Edelsteine holen wir uns später. Erstmal müssen wir hier das Viech erledigt kriegen. Da ist hier noch eins. Ja, hier müsste noch eins sein, aber gut, dafür reicht der Atem nicht. Alles klar. Da müssen wir uns beim nächsten Mal beeilen. In der nächsten Runde, brauchen wir höchste Konzentration. In der nächsten Runde brauchen wir höchste Konzentration. Wie ein gewisser Junge einen Löwenschrank würde, da brauchen wir höchste Konzentration in der nächsten Runde. Ach ja. Yeah, gleich umgedreht und im Vollsprint zur anderen Seite. Diese küssenden Elfen werden uns auch später nochmal von großer Bedeutung sein. Das war natürlich nicht geplant, das natürlich auch nicht. Komm schon, Spyro, das muss doch zu schaffen sein. Oh nein, ich bin so ein Vollidiot. Oder ich muss mal gucken, können wir da auch rüberfliegen? Dass wir quasi auf der anderen Seite ankommen, das ist das, wäre natürlich praktischer. Ach Mann, ey. Kevin, du Dummbatz. So, nee, nicht küssen lassen, sondern gucken, ob wir hier rüber könnten. Theoretisch ja, da müssten wir erstmal alle unten den Weg freigeräumt haben. Was wir natürlich noch nicht haben. Deswegen versuchen wir es jetzt noch einmal mit dem normalen Weg hier. Da drüben ist übrigens noch ein Drache, den holen wir uns gleich, wenn wir da durchgekommen sind. Nicht gegen Dings laufen hier. Wow. Das war natürlich nicht geplant. In der höchsten Konzentrationsphase. Das müssten wir jetzt eigentlich schaffen. Ja! Boah, ich bin so gut. So, dann wenden wir uns mal der anderen Seite zu hier, dieses Levels. Hier sind zwei so eine komischen Zauberer. So, dann sind da komischen Hexen, die wir... Die schmeißen einen Sturm auf uns zu, genau. Den dürfen wir uns nicht treffen lassen. Besser ist es nämlich. Ansonsten einfach Feuersprung, dann sind die komischen... Hexentod. Und der hier, wissen wir, haben wir im letzten Mal schon gesehen. Wow. Also aufpassen, hier kommt ein Sturm um die Ecke gefegt. Hier ist natürlich wieder Sonne. Die bekriegen sich wieder gegenseitig da. Jetzt müsst ihr auch auf hier aufpassen. Auch hier kann ein Sturm um die Ecke kommen. Genau so ist es. Ein bisschen sind diese komischen Plattformen, wollte ich sagen. Wow. Wir beeilen uns mal hier ein bisschen und dann hauen wir das Vieh hier noch um, dass wir eine goldene Libelle haben. Genau so ist es und dann können wir den Drachen hier befreien. Das ist diesmal Miley Cyrus. Bitte unternehm etwas gegen diese grünen Druiden. Sie verschieben alles um uns herum. Ach, Druiden sind es, nicht Zauberer, es sind Druiden. Hat der Typ nicht gerade die gleiche Stimme gehabt wie Ajax? Ich möchte sagen schon, da war die Hexe, die Fee. Wir Elfe, ich weiß nicht, was man sagen, was da der Unterschied ist. Na. So, das haben wir geschafft in hier. So. Dann haben wir die Edelsteine auch geholt. Müssen wir noch darüber. Dann müssen wir nachher bald alles haben. Also viel, sehr viel ist ja nicht mehr. Ist ein Eierdieb? Oh, zwei Stück sogar. Hui, und 500 Edelsteine. Also haben wir doch noch nicht so gut wie alles geschafft. Das ist doch. Da fehlt ja doch noch ein bisschen was. So, die verschieben das hier so lang. Wir müssen uns hier... Jawohl, der richtet sich gerade aus jetzt. Dann fliegen wir mal zu dem Vogel hier. Haben wir es auch geschafft. Das ist natürlich jetzt nicht alles so schwierig. Edelsteine über Edelsteine. Das sieht doch schick aus hier. Da ist nichts. Und da ist nichts. Komisch. Schicke Bude hier. Und dann müssten wir jetzt... Eieieiei. Genau hier ankommen, jawohl. Dann sind wir genau da hinten, sind wir vorhin rausgekommen. Also so schwierig ist das Level nicht, ich hab's mir schwieriger vorgestellt. Aber es kann auch sein, dass ich die meisten Level hier das erste Mal als Let's Click gespielt, die haben sich eingraviert dann natürlich. So, hier haben wir noch zwei so eine Dinger. Den pusten, springen, einsammeln. Da hinten kommen wir, glaube ich, mit Supersprint hin. Oder einfach nur rübergleiten. Und hier haben wir eine Feuerwerksbude. Genau, da haben wir ein paar Edelsteine gekriegt.
So, hier müssen wir alles haben. Dann würde ich sagen, geleiten wir mal da drüben hin. Edelsteine, wuh! So, was jetzt hier ist, weiß ich nicht. Ob hier eine... Ich dachte, hier war eine Verbindung. Ich glaube, hier, das hier müsste die Tür sein. Da gibt es eine Verbindung mit dem anderen Eier, mit dem Eierdieb da nebenan. Also, einmal dahin, bitte. Genau so ist es. Hier läuft er runter. Oh, ich dachte, ich habe ihn schon gekriegt. Ich sammle erstmal ganz ruhig die Edelsteine ein. Kennt ihr ja den Spruch wie vom letzten Mal. So, haben wir hier noch was übersehen sonst? Nein, haben wir nicht. Dann geht's hier wieder hoch. Und dann, nee, ach nee, wir kommen im gleichen Fenster raus, alles klar. Das andere da drüben hatte damit nichts zu tun. So, vorhin war ich natürlich besser dran mit ihm hier. So wie jetzt natürlich, wieder ein Ei gefunden. Wunderbar, dann haben wir dieses Level auch bald erledigt. Dann sind wieder 10 Minuten rum. Ich weiß gar nicht, wie die Zeit da wieder so schnell vergangen ist. So, wie kommen wir jetzt am besten hin? Ja, natürlich ganz einfach. Die Viecher bringen uns schon wieder zurück. Kann man das noch ein bisschen beschleunigen, bitte? Einmal fliegen. Yeah. Und mit dem Bauch da an einem Stein ankratzen. So, und dann einmal super Sprint. Wo wollen wir am besten hin? Ich würde sagen, da hinten erstmal. Ach, da ist noch ein zweiter Eierdieb. Alles klar. So, in die anderen Tunnel, wenn wir da reingeflogen werden, dann werden wir bereits zum Ausgang des Levels gekommen. Und der ist wirklich ganz einfach. Der fliegt eine rennt nur um den Brunnen rum. So, wir haben jetzt schon, ja, fast alle Eier. Also, was die Warte angeht. Na gut, wir haben uns auch schon die Hälfte der Drachen, ne? Ja, wir haben schon die Hälfte der Drachen. Also im Prinzip kann man sagen, nee, wir haben noch keine 56%. Okay, das noch nicht. Das liegt aber an den Edelsteinen. Obwohl, auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Doch, das muss an den Edelsteinen liegen. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen, warum wir da noch keine 50% jetzt haben. Da kommen wir natürlich nicht hoch. Da müssen wir wieder mit der Hilfe der Elfen rüber. Oder Supersprit. Aber jetzt machen wir schon bei 12 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob wir noch ein zweites Level schaffen, weil die Level werden jetzt doch intensiver und aufwendiger. Muss man dazu sagen. Haben wir uns runtergerollt. Jetzt müssen wir aber gleich alles haben. Ne, es sind immer noch 500. Wo zum Teufel sind die anderen Edelstände? Frag ich mich da. Ach, da ist noch eine Kiste. Okay, ach, da liegen noch ein paar. Ach, da sind 25 drin. Okay. Ein Drache ist hier also auch noch. Theoretisch haben wir wohl was übersehen. Na super. Cedric. Verbinde den Supersprint mit einem Sprung- und Gleitflug, um die High Caves genau zu erkunden. Ja, ja, also wie viel... Ach Mann, ey. Wo haben wir die Edelsteine jetzt wieder übersehen? Toll. Super. Kevin, du bist einzigartig. Es geht also nochmal Edelsteine zu suchen. Ich denke, hier haben wir nichts hinterlassen. Nein. Dann geht's nochmal darüber. Hier haben wir auch nichts hinterlassen. Na Gott sei Dank. Wie ich sowas liebe, ne? Diese Edelsteine suchen. Boah. Ist ja unglaublich. So, ich bin müde. So, hier haben wir auch nichts liegen lassen. Hier in der Ecke, nein. In der Ecke auch nicht. Es muss in diesen Höhlen am Anfang gewesen sein wahrscheinlich. Ansonsten kann ich mir das einfach nicht vorstellen, wie und wo und dass wir was liegen lassen haben. Oh Leute, seht zu. Oder geht's da noch woanders hin? Ich glaube, da war noch ein anderer Tunnel. Ich glaube, daran liegt's. Ich glaube, wir müssen in diesen rechten Tunnel rein. Jawohl. Ach, Mann. Ich Depp. Warum so, gucke ich da nicht gleich nach? Ich dachte, das wäre eine Verbindung gewesen zum anderen. Aber okay, damit haben wir alles. Brauchen uns nicht mal Dodo-Devi suchen. So, kommen wir jetzt daneben hin? Natürlich nicht. Natürlich nicht, aber weißt du was, ich mach das jetzt so. Das Level haben wir geschafft, jetzt fliegen wir so nach Hause. Das wäre mir zu doof gewesen. Aber ihr seht, die Level werden jetzt ein bisschen intensiver, ein bisschen länger.
bisschen kniffliger. Ich will mal sehen, was wir jetzt machen könnten. Jetzt ist nämlich eben mein Bildschirm schon wieder angegangen. Aber ich glaube, wir müssten eigentlich... Gucken wir mal hier rein. 1, 2, 3... Nee, da müsste noch ein normales Level sein. Bevor wir den Boss machen können, tun wir ihn jetzt schon mal, aber... Ja genau, eine Welt war da noch, die ist auch sehr groß, meiner Meinung nach. War die da oben? Ja genau, da oben war sie, da unten war der Boss. Genau, hier müssen wir jetzt hin. Die ist auch sehr groß. Wizard Peak. Aber ich bleibe erstmal dabei, dass wir noch zwei Level pro Folge schaffen. Noch. Ist nicht garantiert, dass es in der nächsten Folge noch der Fall sein wird. Jetzt geht's erstmal hier hin, in Wizard Peak. Ah ja, das Level habe ich nicht geliebt, aber es war ganz cool. So, da hat er so ein Viech hingezaubert jetzt. Frage ist wieder, gehen wir erst hier diesen komischen Geheimweg lang oder machen wir erst das Hauptlevel? Später gehen wir zurück dann. Dann gehen wir über die Außenbahn, also nicht Außenbahn, sondern über die Außenpunkte los. Also da, wo diese Zauber draufstehen, da kommen wir dann nachher hin. So, hier haben wir diese komischen Hexen auch. Und da sind diese, ja, Hexer, Zauberer, da kommen wir jedenfalls nachher noch hin, wenn wir diesen Außenweg gehen. Und du blöder Mistvogel hast mich hier gar nicht zu schlagen. Wow! Wow! Die schießen mit Blitzen natürlich. Haben die gerade verfolgt? So, du bist auch noch dran. Dann muss ich gucken, von wo sind wir jetzt gekommen. Von dort, also müssen wir hier in diese kleine Brücke, genau. Oh, ein Whirlpool. Also die Legion ist ein bisschen kniffliger auch. Also ich werde auch erstmal getroffen jetzt. Die Viecher, die komischen... Ja, haut... Ja! Macht, was ihr wollt. Aber ohne mich. So, das haben wir natürlich wieder sehr gut. Da haben wir nämlich mal schon den ersten Drachen hier. Javis, keine Ahnung. Willkommen in Wizard Peaks. Hier kannst du den Supersprint besonders gut einsetzen, um diese Zauberer fertig zu machen. Schön. Freut mich. Bin mal gespannt, sind nach da unten. Da hier. Bing, 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 bing. Er blinkte schon. Das kommt gut hier, das Viech. So, mir fällt gerade einfach am lange kein Leben mehr verloren. Das ist gut, dass wir wieder einen Plus kriegen. Ah, okay. Da, wo ist das Viech? Da. Da ist das Viech. Och, Mensch. Jetzt, okay. Sparks immer gut füttern. Wie wir da oben nachher hinkommen, weiß ich gerade auch nicht. Aber das werden wir schon irgendwie schaffen. Denn ich habe es ja schon mal durchgeschafft. Ich weiß, dass das Spiel durchzuspielen geht. So, hier müssen wir auch mit dem Supersprint denn volle Kanne rüberheizen. Das machen wir nachher gleich noch. Erstmal besiegen wir diese komischen Vögel hier wieder. Und holen uns mal noch einen Edelstein. Oh ne, du machst das nicht fertig. Nein, nicht du. So. Dann geht's jetzt hier runter. Nee. Na okay, das ging jetzt nicht. Könnten wir das so schaffen oder nicht? Ich wage es erstmal noch nicht. Hier müssen wir, glaube ich, genau da schaffen wir es so. Alles klar. Da ist eine Rampe mit bei. Also so genau kenne ich mich natürlich auch nicht mehr aus. Hier ist mal hier ist wieder ein Drache. Hexus. Danke, dass du mich befreit hast. Dankeschön für den guten Tipp. Mal so gesagt. Oh Mann, diese komischen Drachen immer. So, dann haben wir wieder so einen fetten hergezaubert. Macht er nicht vorne noch einen Edelstein? Ach ja, die verwandeln ja Edelsteine in Tiere für ihre Zwecke. Ich hasse dich, Mistviech. Verschwinde. Das ist gemein. Und ein Eierlik haben wir hier auch schon wieder. Auch wieder zwei. Ich habe erst einen gesehen. Ja, gut. Aber der dürfte wieder genauso einfach sein wie der vorhin. Genauso ist es. Wir haben fast alle Drachen, ja? Das ist sehr schön. Leider haben die nicht wirklich eine große Bedeutung in diesem Spiel. Aber das ist eine Einstellung, was im dritten Teil kommen wird. Haben wir auch schon mal gesehen bei mir im Kanal. Leider dieses verbuggte Spyro. Dieses Spyro ISO. Weil Spyro 3 nicht auf dem Emulator funktioniert. Deswegen ist es total verbuggt. So eine Sicherung irgendwie drin. So, die versuchen sich gegenseitig zu töten. Hier ist kein Eierdieb.
So, bevor wir gleich nach Hause gehen, müssen wir natürlich noch einiges machen hier. Sind da schon alle Drachen? Auf jeden Fall, das ist schon der letzte Drache hier in diesem Level. Und das ist Lukas. Hör gut zu, Spyro. Es gibt einen geheimen Bereich in der Artisan-Welt. Er befindet sich am Wasserfall. Spring dort auf die Steine. Artisan-Welt, Wasserfall, klingt gut. Okay, da haben wir einen guten Tipp gekriegt, wo wir auf jeden Fall noch hin müssen. Denn in die Artisan-Welt, da gibt's, haben wir natürlich kein Fluglevel bislang gehabt, wie in Peacekeepers und Magic Crafters. Dort gibt's auch eins. Das ist versteckt. Da hat das der Drache eben gerade erzählt. Das habe ich selber nicht mehr dran. Da habe ich selber nicht mehr wirklich dran gedacht. Gut, dann müssen wir dann nächstes Mal noch hin, bevor wir den Boss hier machen, werden wir das erledigen in der nächsten Folge. Also wenn wir in der nächsten Folge die Artisan-Welt und den Boss machen, sowie ja schon die nächste Heimatwelt vollständigen. Und das war zu früh. Da habe ich den Gleitflug etwas zu früh angesetzt. So, jetzt sind wir hier oben wieder, haben wieder volle Libelle, aber wieder mein Leben verloren. Wir sparen damit aber auch wirklich nicht. Ah, ich verstehe. Hier müssen wir zwei Supersprints benutzen, damit wir komplett durchhalten. Den Flug, das... Okay, das weiß ich jetzt auch wieder. Da gehen wir jetzt erstmal fix hoch. So, siehst du, weil es wieder hochgeht, deswegen... Okay, also jetzt hier zwei Supersprints. Mit einmal schon mal ein bisschen kurvig laufen. Hier schon mal. Nen, genau, und jetzt kommen wir darüber. Sehr schön. Und hier haben wir gerade einen Nähne gehört. Der Eier, die versteckt sich, glaube ich, hier hinter. Wie es aussieht. Wie es aussieht, das ist so. Das ist Fakt. Ich muss mir mal das Gesicht genau angucken. Das ist ja... Habe ich noch nie wirklich angeguckt, das Gesicht davon. Ich dachte mal, das wären irgendwie Augen. Aber das ist ja Gesicht und Auge. Und damit haben wir alle Dracheneier in diesen Spyro-Spielen. Haben 51% abgeschlossen schon. Wir werden natürlich 120% gehen. Ja, es gibt hier 120%. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Die ersten Folgen sind zu lange her, seit ich die aufgenommen habe. So, hier rüber fliegen, dann kommen wir hier wieder sicher an, da. So, und dann müssen wir natürlich wieder den Supersprint da benutzen. Ich versuche mal, den mit doppelt zu nehmen. Vielleicht wird das ja was. Ob wir die Kurve da laufen können, denn. Bin mal gespannt. Und laufen. Ob wir da diese scharfe Kurve kriegen. Ja, die kriegen wir sogar. Dann ist es ja noch besser. So müssen wir hier rüberkommen. Genauso ist es. Guckt an, da kommen wir auch noch weiter. Ne, nicht wirklich weiter. Da sind nur noch Edelsteine. Genauso wie hier hinter. Also wieder einen schmalen Grat, den wir hier gehen. Ja, hier sind natürlich wieder keine. Oh, ich habe Angst. Okay, das haben wir geschafft. Also erstmal dahin. Natürlich sehr gemein hier. Ah, ich habe gar nichts gedrückt. Doch, ich habe gedrückt. Ich habe nur einmal kurz aufgetippt. Aber bewegt hat Spyro sich da gerade nicht. Halt! Nicht runterfallen. Ich dachte. So. Und dann erinnert euch an den Anfang des Levels. Da müssen wir jetzt wieder hin. Und dann schaffen wir dieses Level wahrscheinlich doch in 10 Minuten. Yeah! Das andere habe ich bloß lange gebraucht, weil ich da mit diesen komischen Viechern ja nicht klar kam. Ne? Also wieder zurück zum Anfang des Levels. Super Sprints sind nicht so fein hier. Ich habe mir das mal länger vorgestellt. Das wird doch nicht so lang, das Level. Okay, meine Stimme versagt heute ein bisschen, du komischer Vogel. Ach, verdammt, ich dachte, ich krieg den jetzt. Aber okay, nee, hier müssen wir nicht lang, sondern da, genau. Genau da müssen wir lang, alles klar. Hier sind noch Edelsteine, wie ihr seht. So, bin ich jetzt mal gespannt, wie wir da jetzt auf die andere Seite kommen. Hier war nichts. Da müssen wir rübergleiten, genau. Aber wir müssen noch auf die andere Seite nach. Das kommt von da oben, alles klar. Ich finde mich zurecht, genau. Müssen wir diesen Strudel, diesen Wirbelwind hoch. 50 Edelsteine gibt es nur noch. Und dann müssen wir gleich genau da wieder rüber. Also die sind wirklich sehr trickreich gemacht, die Level. Die meisten Level in den späteren Spielen sind meist nur noch dann solche Sachen. Ja, einfach nur Gegner besiegen und den Verlauf folgen. Diese gehen zwar relativ kreisförmig, diese Level immer, aber haben immer halt versteckte Kniffe. Habe ich schon mal gesagt. So, hier müssen wir alles haben jetzt, ja. Und dann kommt dieser komische Zauber da, genau da ist die Plattform. Hier ist er, zack, den haben wir auch erledigt. So, und dann ging es da natürlich noch gleich weiter, also müssen wir da nochmal rum. Denn so zurück kommen wir nicht mehr, haben wir gesehen, das war viel zu hoch. Und so hoch kann der gute Spyro nicht springen, ne? Habt ihr verstanden? Oh.
So, ich weiß nicht, ob wir schon vorher rübergegleitet hätten. Schon vorher hätten rübergleiten können. Hätten können, wäre, wenn, aber. Willst leben im Konjunktiv, das wäre so schön. Wäre. Okay, hier geht's weiter. Hier scheint und auch da kommen wir so rum. So, den haben wir damit erledigt. Dann haben wir noch einen Zweier. Und dann müsste hier auch noch ein Zweier drin sein. Dann müssen wir alles haben. Genau. Und damit es wieder vorbildlich ist, gehen wir diesmal wieder durch diesen komischen Strudel nach Hause, ne? Ach, Mann, ey. Kevin, du bist ein Idiot. So. Machen wir es mal vorbildlich hier. Weil die Zeit ja eh abgelaufen ist. Dafür steht hier, unsere Zeit ist abgelaufen. Oh, das ist so traurig. Ja, liebe Leute, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal schon in der Artisan-Welt wieder. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hansa für 1990/Kevin. Ciao, ciao.